Hallo Menschen, herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier und ja, mit einem kleinen Special für euch sozusagen. Ich habe mir in mühevollster Kleinstarbeit die Mühe gemacht sozusagen und das Beste für euch aus meinen YouTube-Streams ausgeschnitten. Aber es ist nicht nur das Beste, nein. Was euch erwartet ist Lustiges und Trauriges, Altes und Neues, Hübsches und Hässliches, Dickes und Dünnes, Erfolgreiches und Gelustes, Cleveres und Idiotisches, Gesundes und Krankes, Sauberes und Dreckiges, Dickes und Dünnes, Süßes und Saures, Schwarzes und Weißes, Gesundes und Krankes, Festes und Flüssiges, Helles und Dunkles. Ja, pass auf, manchmal sind jetzt auch zwei auf dem Felsen, ne? Negativ so. Ich habe da letztens 4 Stück gehabt, da unten. Da ich auch, genau. Oh, an der Brücke, das wäre ja schön. Der Umbau, naja, läuft. Ja, da hinten steht noch einer an den Sandsäcken. Matze, sauber. Stand. Ja, du hast da wohl ein Aim, wa? Ja, Teufels-Aim, aber. Oh, noch einer. Oben rechts. Ja, ich bin tot. Mast. Scheiße. Nee. Doch, ich hätte noch mal eine Kette erschießen können, sehe ich gerade. Na dann, du kannst ihn looten, wenn du möchtest. Ich tippe bloß mal ein. Nee, danke. Danke. Ach, der feine Herr. Wieder, ne? Ja. Das garantiert oben auf den Turm. Ach, auf den Turm, sag ich schon. Auf dem Felsen. Auf dem Felsen. Oh, da hinten laufen zwei. Am anderen Ende des Sees. Alter, da schleichen sie. Scheiße. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Komm, ich will schießen. Das heißt, am anderen Ende des Sees. Ich glaube, hier kommt er. Die waren auf der anderen Seite vom See. Jetzt haben sie sich. Ist tot? Nö. Ich hab sie aufgescheucht. Sie sind geschlichen wie die Enten, Junge. Er hat gelacht. Ich glaube, der ist im Haus. Ich glaube auch. Oh, ich erhole mich nicht mal. Oder vorm Haus. Nee, der rennt. Zum Ausgang. Steht an einem blauen Auto. Achso, das ist Gav. Das ist Gav. Alter, willst du mich verarschen oder was? Das kann doch ja nicht sein. Ey, ich drücke ihm. Und er fällt einfach gesehen. Nicht um. Ich hab's genau gesehen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Oh, hier links von uns war was, Beutel? So klar. Buckshot in den Schädel, Alter. Ja. Echt so schlimm, Klaus? Das ist halt ab und zu so, auch mit dem Buckshot, ne? Dann schießt du da auf die und dann mit mal kriegst du einen in die Fresse und kippst um. Ach so, habe ich euch schon erzählt. Ich wollte ja großfreisig die 40 Streams gucken im Urlaub und dann so Best-ofs machen. Hast du einen geschafft? Ich habe, glaube ich, 6 habe ich geschafft und dann habe ich mich gewundert. Ich denke, wieso sieht die Auflösung so scheiße aus? Und dann gucke ich, dann ist das 720p, was ich darum. Ey, jetzt verstehe ich nicht, wieso bieten die mir so einen Scheiß an, da kann ich nichts draus machen, Alter. Ach so, du hast das quasi runtergeladen? Ja. Das ist nur ein. Ach so, na, das ist scheiße. Weil ich hatte es ja mit, also hatte ich dann die Festplatte mit, wenn wir mal im Garten waren, habe ich die mitgenommen und am Notebook geguckt. Und. Ja, das ist ja Dreck. Ja, das ist richtig Müll, weil. Da habe ich jetzt mir dann sozusagen ein bisschen so die Zeiten notiert, wo ich denke, ja, das können wir mal rausschneiden. Dann muss ich das jetzt nochmal bei YouTube laufen lassen, muss das explizit nochmal aufnehmen und dann schneiden. Das ist blöd. Da wird es ja auch Qualitätsverlust haben, ne? Wenn du das über Bildschirmaufnahme, übers OBS aufnimmst. Also denke ich mal. Nö, nicht übers OBS. Ich lasse es hier laufen, mache das mit meinem Aufnahmeprogramm, also hier Experience. Oh, da läuft einer da unten. Oh. Richtung Northern Road, Northern UN Block. Da ist jetzt.
Oben da, am Felsen an, oder was? An dem Felsen, unten am Felsen ist er. Hä? Schwer zu sagen, schwer zu beschreiben. An der Straße, die Straße, die dann Knick macht zum Felsen, zum, ist er links rüber. Und da habe ich ihn aus dem Auge verloren. Okay, ich change mal die Position nach links. Ich auch. Ich werde bestimmt gleich wieder am Dreck liegen. Hey, ist da schon jemand weiter Richtung links? Ich bin vorne, ja. Ich bin ganz vorne, okay. Links. Ich hänge jetzt hinterm Felsen. Okay. Oh, er ist da oben. Oder war das jetzt ein Grashalm? Bin ich jetzt... Nee, da scheint er irgendwie eine Granate hingefeuert zu haben. Fälschlicherweise. Hä? Der macht ja seine Granatenübung oder was? Was ist denn der? Da ist ja hinten, war der. Also ich komme jetzt mal auch zu Matze. Wo ich gehe erstmal in einen weißen Container. Merkwürdig. Matze, wo bist du jetzt? Ich hänge ganz vorne an, wo es fast nicht mehr zur Map weitergeht. Okay. Und der Typ, wo vermutest du den? Ich hatte ihn eigentlich hier vermutet, da war schon wahrscheinlich doch ein Grashalm, den ich gesehen habe. Wer hat denn da jetzt gerade wohin Granaten geschmissen? Was ist denn das? Ach, hier kann man nicht raus. Oder, ach, ey, hier ist Blut, Alter. Der wurde abgeknallt, glaube ich. Da nicht Minen irgendwo? Na, hier ist Blut. Er ist rausgerannt hier durch den Zaun. Er hat ja, sich aber selbst... warte mal, Matze, vielleicht du hast du auf ihn geschossen. Vielleicht hast du ihn ja gehittet. Ich glaube, der ist hier durchgelaufen oder über den Haufen geschossen. Ich bin hinter dir. Weil hier ist Blut. Guck da. Da ist Blut. Der ist hier durchgelaufen und den haben sie umgemietet. Ach, ja, der Idiot. Na, dann wurde er weggeschossen, ja. Mhm. Von wem? Mist, na, von irgendeinem Sniper. Und den imaginären Sniper. Mhm. Ach so. Okay, ich gehe mal. Schade. Also ich bin auch auf der Position, wo wir eben waren. Grüß dich. Moin moin. Und herzlich willkommen zum Montagabendstream. Ich gehe mal schnell zum Krankenwagen runter, da ist er meistens Essen und Trinken. Ehrlich? Ja, zwei Dosen. Ja, Ring. Und Humcheck. Humbug, nee, Humbug. Ja, Humbug. Humcheck. Dann wollte ich mit seiner Mod-Kreation. Hinter uns, Werner, Klaus. Nee, das bin ich. Was? Schieß dich auf mich. Ich bin eine arme Suppe. Wie gleich die Panik aus. Alter, Matze, das war jetzt gefährlich. Das war jetzt echt gefährlich. Ehrlich? Hast du nicht den Spaß in meinen Worten vernommen? Nee. Die blanke Panik habe ich vernommen. Ich habe Klaus verarscht. Geil. Ja. Auf Beutels Kosten. Auf meinen Kosten. Ja. Ich meine, irgendwie finde ich es auch richtig. Ne? Ich glaube, Knüppel hat das mal auch so gesagt, dass der Kappa halt nur noch für die Leute, die wirklich richtig viel Zeit und Fleiß in dieses Spiel stecken, halt zur Verfügung steht. Das finde ich auch irgendwie richtig, dass man da wie so eine Art Lohnung kriegt. Aber das ist ja auch wieder zum Nachteil für die, die nicht so viel Zeit haben. Wollte ich gerade sagen, ich würde auch gerne viel Zeit und Mühe reinstecken. Kommt ihr auch nicht wieder zurück? Nee, ich komme auch nicht zurück. Nee, nee. Das dauert ja nochmal. Ja, das ist ja, ich denkst du, ich gehe freiwillig arbeiten sozusagen. Ich würde auch lieber den ganzen Tag hier Tarkov zocken. So ist es nicht. Ja, das ist halt... Aber es ist halt... hat nicht jeder so das Glück und kann das machen. Und da wird es mir nicht allein so gehen. Also es gibt bestimmt draußen ein paar Leute, die das Spiel lieben, gern den ganzen Tag zocken wollen würden. Oh, gönn dir, Klaus. Gönn dir. Mache ich. Er schleicht hier vorne. Ach, ich. Du? Also... Ich bin bei Klaus, weiß nicht. Was? Bei Klaus?
Hier ist noch einer im Gebüsch. Da steht einer. Bist du das? Ich hocke jetzt. Ich habe mich hingehockt. Hast du jetzt zur Steinhütte geguckt? Ja, Steinhütte. Ich weiß nicht, welche Steinhütte ist, aber ich habe mich jetzt hingelegt. In die Blickrichtung. Ich will nicht nochmal ins Fenster gucken. Bist du es nicht? Ja, dann bin ich es wahrscheinlich. Warte. Läufst du? Ja. Auf Knirschelst du? Ja. Okay. Also, da ist die Steinhütte, da hast du auch zur Steinhütte geguckt, wo du hingeguckt hast. Er ist nach der Don Kleverhelm hier, wenn einer möchte. Ah, ich hab den Skeps über den Weg. Ich würde mal kurz was probieren, der Knüppel ist hier letztens einmal auf die Garagen draufgehüpft. Du wolltest masturbieren? Habe ich jetzt echt verstanden. Ach so, ich dachte, machst einen Mod. Oh. Ich höre schon einen Skeff kriegen irgendwo da vorne. Ja, ich bin wirklich auf den Garagen drauf, Leute. Cool. Bang und tote Zocken. Wie geil ist denn das? Mal kurz was probieren, was probieren, was probieren, mal kurz was probieren, was probieren, was probieren. Ich hatte ja mal Lotto gespielt, vor Jahren. Ich habe aufgehört, als mich meine Frau ausgelacht hat. Naja, ich war immer bitter enttäuscht, dass ich nicht gewonnen habe. Und sie hat dann immer gelacht und meinte, dass sie gedacht, du gewinnst. Ich sage, naja, klar habe ich gedacht, dass ich gewinne. Was denkst du, warum ich spiele? Nur damit ich meine 20 Euro dort irgendwie loswerde oder was? Ich spiele doch, um zu gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, bin ich enttäuscht. Ja, das stimmt. Na dann zum Construction. Am Kiosk. Hier vorne auf der Straße, meinst du? Am Kiosk war der. Okay. Oh, Alter! Von wo hat er geschossen? Ich bin am Durchbruch down. Ich hab's gesehen, wo du umgefallen bist. Von der Baustelle. Von oben? Nee, von unten. Von unten. So. Alter, voll in die Fresse, ey. Wieso ist der da nicht umgekippt? Irgendwas schießt hier auf mich. Ja. Ja, ein Spieler. Aber wie von unten? Da stand unten. Nicht von oben, am Tower hier. Also ich spiele mit BS-Muni und der hat 9 Hits und steht noch. Wahnsinn. Wenn er kommt und dich lootet, knall ich ihn ab. Aber der weiß ja, dass wir da sind. Ja, das ist das Problem, Werner. Mit HP-Munition. Psst. Ja, hier kriegst du was. Den Hund habe ich kalt gemacht. Hat zumindest stark geschrien. Echt? Ja, der hat gemacht. Das habe ich nicht mal gehört. Das war lustig. Klaus, so. Ich habe dich gerecht. Ja, sauber. Sehr schön. Warte, jetzt erklär mir bitte mal, was du hiermit meinst von unten. Da drüben ist doch der Tower, hier, das Construction-Ding. Ja. Aua, und hier ist Stacheldraht. Und der stand halt unten und nicht oben. Du hast doch da oben noch die Etage. Ach so. Hä? Ach so, der hat dich schon gelootet, Klaus. Ich nehme mal dein Zeug mit. Eine alte Drecksau. Ein Schwein vom Herrn. Mein Zeug brauchst du nicht selten.